Yo Leute, was geht? Ich bin Semifi. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist der 31. November, also für euch, nicht für mich. Für mich ist noch der 30. Aber es spielt keine Rolle. Heute geht es um das Thema. Nase juckt. Heute geht es um das Thema. Was esse ich zu Silvester? So als Veganer. Und zwar, das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar gibt es einmal Hummus, so als Beilage. Das ist das Erste, was ich mache. Dann gibt es einen Nudelsalat ohne Mayonnaise, also ohne so Mayonnaise-Gedöns und sowas halt, als Salatsalat. Und dann mache ich nochmal eine vegane Mayonnaise, die man so einfach benutzen kann, zum Sachen reindippen. Genau, das sind so die Sachen. Ich stelle euch mal hier irgendwie ab. Das gibt kurz einen Cut. Ah, ich wünsche euch übrigens allen einen schönen Silvestertag heute oder Abend. Und kommt alle gut ins neue Jahr rein. Und vor allem gesund. Das ist das Wichtigste. Jetzt suche ich immer noch einen Platz. Ich habe mir nämlich alles schon vorbereitet. Ich zeige euch das einmal kurz. Das ist hier einmal der ganze Stuff, den ich brauche. Großteils. Hier ist noch so ein bisschen mehr. Sound habe ich ein bisschen geupdatet. Das seht ihr in dem Video, was am, ich sag mal, voraussichtlich Sonntag kommt. Wahrscheinlich früher. Oder vielleicht früher, eher gesagt. Checkt das dann mal aus. Ich hoffe, es kommt schon am Freitag. Also für den Hummus nehmen wir jetzt einmal hier Kichererbsen. Also dafür braucht ihr eigentlich eine Dose. Die tropft ihr einmal ab und bewahrt aber die Flüssigkeit auf. Ich hoffe, das seht ihr so. Genau, und das kippt ihr jetzt alles einmal hier in den Mixer. In den Mixer. Platsch. Da war sogar noch ein bisschen Flüssigkeit dabei. Dazu kommt jetzt noch Tahina. Tahina, das ist hier Sesampaste. Die rühre ich jetzt einmal um. Übrigens schreibt es mir noch mal bitte in die Kommentare. Im letzten Video habt ihr das leider nicht gemacht. Oder hat keiner gemacht. Welche View ihr geil findet. So, wenn ich die Kamera mal hin und her stelle. Das kann ich allerdings nur angenehm machen, wenn ich keine Teige oder irgendwas mache, wo ich meine Hände für benutze. Oder so POV-mäßig, also so auf meinem Kopf oder so. Dann würdet ihr jetzt auch mehr sehen, was ich jetzt da mache mit dieser Paste. Die rühre ich jetzt einmal um. Genau, dafür brauchen wir einmal 2 Esslöffel. Und ich rühre hier die ganze Zeit mit dem Teelöffel um, mich Idiot. So. Das ist gut umgerührt. Übrigens, man kann sich diese Paste auch eigentlich ganz einfach so easy selber machen. Ich habe da jetzt nur keine Zeit für gehabt und keine lahmende Gerätschaften dazu zu missbrauchen. Aber sonst müsstet ihr eigentlich nur Sesam nehmen, also Sesamkörner oder Samen. Sesamsamen heißen die, glaube ich. Die müsste man einmal anrösten und dann in den Mixer halt so lange pürieren, bis da Paste draus kommt, so wie das Zeug hier. Davon brauchen wir jetzt einmal 2 Esslöffel hier rein. So. Und Numero dos. Das ist auf den Kürbis gekommen. Auf den Kürbis! Genau, schreibt mal auch übrigens in die Kommentare, wie ihr jetzt den Sound findet, also meine Stimme. Ob das besser ist als vorher, oder, also vorher über die Kamera, oder ihr keinen Unterschied merkt. So, jetzt brauchen wir noch vier, meine ich natürlich, 4 Knoblauchzehen. Jetzt nehme ich die Knoblauchpresche. Ich habe es mit Absicht so genuschelt. Und presse das einmal hier rein. Übrigens für alle Leute, die es nicht wussten: Ihr braucht den Knoblauch nicht schälen, wenn ihr den in so eine Presse reinballert. Das erledigt die Presse für euch. So. Und die letzten 2. Upsi. So, das war der Knoblauch. Jetzt brauchen wir noch etwas Zitronensaft. Schneiden wir uns jetzt einmal eine Zitrone. In the middle of the fiddle. Und nehmen wir uns die gute alte Zitronenpresse. Seht ihr das jetzt eigentlich? Nö, ne? Ich verstelle euch noch einmal kurz. So, Zitronenpresse. Ich presse meine Zitrone einmal aus.
Da steht erstmal nur etwas Zitronensaft, deswegen mache ich erstmal nur eine halbe rein. Wenn die mal nicht gespritzt ist. So, ganz vorsichtig. Einmal Wind damit. Dann kommen da noch Chilischoten, eine Chilischote dazu. Die habe ich jetzt einmal vorher gehackt. Das ist ein wenig besser. Dann kommt Currypulver. Circa ein Esslöffel Currypulver. Ich wollte gerade darüber gehen. Oh, ja. Ein Esslöffel Currypulver. Etwas Salz. Zwei Esslöffel Kreuzkümmel. Ein Esslöffel. Oh, zwei Esslöffel. Wahrscheinlich 2,5 Esslöffel wegen dem Zeug, was daneben gegangen ist. Genau, ich mache jetzt am besten noch mal die zweite Zitronenhälfte damit rein. So, das war das. Das wird jetzt einmal gemaxt. Da ist der Deckel. Und zwar gehen wir davon einmal auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mache, aber der Ansatz ist schon mal da. Jetzt gebe ich noch den Abguss dazu. Und ein paar Esslöffel Öl. Etwas von dem Abguss. Oh. 3 bis 4 Esslöffel Öl. Mildes Öl im besten Fall. Ich habe Olivenöl. Ich weiß nicht, ob das mild ist. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Und das sollte jetzt so eine zäh, dickflüssige Masse werden im besten Fall. Mal kicken, ob das was wird. Einmal durchschicken. So, das gucken wir uns jetzt einmal alles an, wie das so aussieht. Und gehen einmal mit dem Esslöffel durch. Der gute alte Esslöffel. Aber an sich sieht das ganz solide aus. Sieht aus wie ein guter Humus. Ich bin damit zufrieden. Ah, ihr seht das ja gar nicht. Null. Ich denke die ganze Zeit, ich habe die Kamera auf dem Kopf. So sieht der ganze Schieselmeniesel jetzt aus. Ich bin damit echt ganz zufrieden eigentlich. Und ihr? Was haltet ihr davon? Schreibt eins in die Kommentare, wenn ihr findet, das sieht gut aus. Und zwei, wenn nicht. Ab dafür. So, und ab zum Nudelsalat. Leute, ich habe was vergessen bei dem Hummus. Und zwar muss der jetzt nochmal, wenn der fertig ist bei euch, mit Klarsichtfolie abgedeckt werden. Ich habe jetzt einmal hier in so eine Plastik, in so eine Tupperdose quasi gepackt, weil er ja morgen mit zu meinem Bruder kommt, wo wir Silvester feiern. Wo feiert ihr eigentlich Silvester? Schreibt mal in die Kommentare, das fällt mir gerade so ein. Das würde mich schon ein bisschen interessieren. Feiert ihr mit euren Familien, mit euren Freunden, alleine? Was nicht so schön wäre, finde ich immer. Ja, schreibt es mal in die Kommentare below the video. Genau, ich mache jetzt noch einmal klar Schiff und dann geht's weiter mit dem Nudelsalat. Was wir für den brauchen, das seht ihr gleich. So Leute, es geht endlich weiter, oder für euch geht's halt, hat's gar nicht so lange gedauert, mit den Nudeln, mit dem Nudelsalat. Und zwar, einen Moment. Und zwar habe ich dafür einmal schon mal vorbereitet. Kennt ihr das? Ihr habt doch mal was vorbereitet. Und zwar haben wir hier einmal 500 Gramm Nudeln, also 250 Gramm von diesen Karotten-Linsen-Penne, was ist das? Und Spinat, Fragili oder wie die auch immer die heißen, weil ich keine anderen Penne mehr hatte oder ich keine normalen Penne reinmachen wollte. Weiter im Text. Genau, das ist das. Und dazu kommt jetzt, ich muss einmal meinen Merkzettel umdrehen. Genau, Nudeln kochen. Jetzt würfel ich einmal hier zwei Paprikas. Klein, die wasche ich jetzt einmal ab, würfel die klein und dann geht's weiter. By the way, wie findet ihr immer noch Haircut? Schreibt mal in die Kommentare oder stimmt da oben ab. So genau, ich habe jetzt eben gerade ein bisschen den Faden verloren, weil mich meine Notiz verwirrt hat. Genau, also die Paprika wird jetzt hier einmal klein geschnitten, gewürfelt. Ich wasche die jetzt gleich nochmal ab, wenn ich die durchgeschnitten habe, beide.
Und falls ihr euch fragt, warum er dieses Video oder warum ich dieses Video nicht wieder mit der Kopfdings ausprobiert, ich mache das auch zum einen, um von euch mal auch mal die Meinung reinzuholen und zum anderen, um das für mich nochmal zu checken, was geiler aussieht. So. Dann schneide ich die einmal durch. So Leute, das war Paprika schneiden. Jetzt habe ich hier schon mal so einen Haufen. Die kommen jetzt gleich mit zu den Nudeln schon mit rein. Dann werde ich hier, ich habe hier so ein Glas Oliven, dann nehme ich die Hälfte. Ich mag gar keine Oliven, aber ich probiere das einfach mal aus. Ich meine, ich glaube, die gehen eben ein bisschen unter in dem ganzen Salat. Deswegen denke ich mir, ich probiere es einfach mal aus. Davon nehme ich jetzt das halbe Glas. Die andere Hälfte brauchen wir später noch. Wofür, das zeige ich euch in Step 4. Aber jetzt kommt erstmal noch Step 2.1, nämlich die Oliven klein schneiden. Genau. Dafür mal hier das Brett wieder frei. Paprika-Scheiße hier rein. Apropos, ich habe euch ja erzählt, oder ihr habt es ja schon gemerkt, oder ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt und ich habe mich wiederholt. Das passiert mir manchmal. Dass ich ja dieses Mikrofon hier habe, welches ich in dem Video, was am Sonntag kommt, höchstwahrscheinlich unboxe. Und dazu kommt noch was anderes, was ich unboxe und auch ankündige, was ich vorhabe im nächsten Jahr. Genau. Checkt das unbedingt aus. Das wird das erste Video in diesem Jahr. Genau, die Oliven werden jetzt in Scheibchen geschnitten. Schneide ich jetzt einmal hier so ein Scheibchen. Und das gibt auch wieder so ein Schnipp, Stipp. Schnipp, Stipp. Hey, das hört sich gut. Klappt mit dem Schnipp, Stipp. Finde ich cool. Klappt den behalte ich bei. So, ich habe jetzt die Oliven einmal geschnitten. Die kommen jetzt ebenfalls hier rein. Genau, die kommen jetzt ebenfalls hier mit rein. Schwupp. Und. Der auch noch. Schwupp. Und der rest auch noch. Schwupp. So, im nächsten Step kandieren wir Walnüsse. Dafür brauchen wir hier die Herdfläche frei. Jetzt nehmen wir nämlich einmal diese Pfännchen hier. Ich stelle euch einmal um, sodass ihr das möglichst geil seht. Ich habe jetzt einmal braunen Zucker. Genau, der kommt in eine ungefettete Pfanne. By the way, schreibt mir mal Vorschläge fürs nächste Jahr, was ich so für Videos machen könnte, in die Kommentare, die euch auch interessieren könnten. So, das sollte jetzt erstmal ein bisschen Kütter noch rein. Genau so. Das mache ich jetzt einmal an. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So, das sieht jetzt schon gut aus. Da kommen wir drin, bevor das jetzt verbrennt, die Walnüsse rein. So, und werden jetzt einmal ein bisschen kombiniert. Ich habe währenddessen die Hitze schon mal ein bisschen runtergedreht, damit das nicht verbrennt. Also, Empfehlung für euch: Niemals heißen Zucker anpassen. Sehr dumme Idee. Das fasse ich nicht nochmal an. Das machen wir lieber so. Genau, das reicht eigentlich auch schon. Der können wir jetzt schon wieder weg zum Abkühlen der Schüssel. Ich stelle mich jetzt hier einmal hin zum mehr oder weniger Abkühlen. Fuck. Einmal kurz angefasst, die Scheiße. Krank. Okay. So, weiter geht's. Die kommen jetzt da wieder mit rein in den Mixer. Das wird nämlich der Dressing für den Nudelsalat. Deswegen kippen wir die jetzt hier einmal rein.
Irgendwie. So. Huch. Nächste Zutat, die da jetzt noch mit reinkommt, sind diese Oliven. Die restlichen. Dann brauchen wir noch weh am Finger. Sojasahne. Und zwar brauchen wir davon 100 Milliliter. Tut mir leid, Leute. Ich kann schon nicht mehr sprechen, deswegen. Tut mir leid, Leute. Aber es tut gerade echt weh. Was man nicht alles tut für die Klicks. Mal kurz rum. Da sind 100 Milliliter. Ich hoffe, ihr seht das. Bestimmt nicht. Ich sehe das ja schon kaum. Aber das sind 100 Milliliter. Die kommen da jetzt noch mit rein. Ausbrennen. Jetzt kommt noch nämlich. Mann, das tut so weh gerade. Fuck gerade voll ab. Jetzt kommt noch. Oh, hab ich das hier? Ja. Tomatenmark. 3 Esslöffel dazu. Tomatenmark. Stammwaffe, besser Mann. Genau, ich stelle euch dafür nochmal wieder ab. Einmal einstechen. Einer. Zwei. Ich kurz einmal oben nachdrücken. Und. Das ist der dritte. Einem Erdlöffel Löffelbutter. Essbutter. Sprachen lernen. Einem Esslöffel Erdnussbutter. Das ist aber ein großzügiger Esslöffel, ne? So, das ist ein okayer Esslöffel. Leute, jetzt kommt noch Saft einer Zitrone dazu. Wer hätte gedacht, mal wieder Zitronensaft. Genau, jetzt seht ihr auch mal richtig, wie ich den fasse. So, und das soll man eigentlich mit einem Stabmixer pürieren, aber wir pürieren das jetzt mit meinem Standmixer, weil wir es können. So, das geht jetzt wieder auf Intervallmixen und Timejump. Ich habe jetzt das Zeug püriert. Das ist jetzt eigentlich in so einer Konsistenz, wie man das, wie ich das wollte oder wie das vom Rezept stand. Immer noch wie man. Das sieht jetzt dann, das Ganze sieht jetzt so aus. Nicht sehr appetitlich, aber das wird schon. Da kommen jetzt, also jetzt wird jetzt alles einmal vermixt und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem ganzen Geschnosel. Dafür mache ich hier einmal mit 2 Händen. Darunter leidet ihr jetzt erstmal. Genau, jetzt habe ich hier einmal Rucola 125 Gramm, der kommt hier mit rein. Damit das grün ist. Das ist ganz schön viel. Dann kommt mit hinein Cocktail Tomatoes. Die muss ich jetzt noch einmal schneiden und zwar jetzt. Ich kann nicht schnipsen. So Leute, ja, ihr dacht, ich bin jetzt fertig mit dem Schneiden, aber ich habe die Kamera Kamerapunkt gewechselt. Ich schneide jetzt und schmeiße mich da rein. Das würde ich euch nur sagen. So Leute, die Tomaten sind jetzt auch da drin. Das mische ich jetzt einmal vor und dann mische ich die Paste da mit rein. Ich hoffe, ihr steht hier drin. Weil das wäre eine coole Produktion, finde ich. Damit lange ich jetzt hier einmal durch. Ich mische das Grünzeug nämlich jetzt einmal schon mal mit dem, mit den, mit den Nudeln. By the way erwähnt, das sind immer alles Rezepte, die ich meistens noch nie gekocht habe, die ich mir immer bei Chefkoch raussuche, die ich sehr interessant finde. Die ich speziell für Videos mache, das jetzt ja auch. Und deswegen missglücken die meistens. Aber egal, das steigere ich hoffentlich im nächsten Jahr. Meine Kochkunst wird verbessert. Ich kann nämlich eigentlich sehr gut kochen. Da können die alle fragen, die mich kennen. Ich habe da jetzt übrigens noch mal ein Schüssel Sojamilch mit zugegeben. Und das hat auch ganz gut geholfen eigentlich. By the way, Leute, Ernährungsfacts am Rande. Walnüsse sind sehr reich, für alle, die es nicht wissen. Und kommt am Ende des Videos.
Aber ihr könnt jetzt hier oben schon mal. Ja, moin, ich glaube hier oben und zeigt mir schon. Da oben schon mal abstimmen. Das schreibe ich mal, dann mache ich gleich so zwei Möglichkeiten und ihr dürft abstimmen, wie der Satz zu Ende geht. Ich sag's nochmal. Walnüsse sind reich an. Das dürft ihr jetzt abstimmen und am Ende des Videos sage ich, was ich meine. Was wovon wolltest du eigentlich die Petersilie haben? Für den Humus. Warum benutzt ihr die? Kommt noch. Ich rede mit mir selber und weiß vielleicht, dass ich ein Video mache. Das ist ja immer so. Ich rede nicht mit mir selber. Manchmal. Beim Autofahren. So, der Nudelsalat ist fertig. Fertig. Ich wasche mir die Hände, danach geht's weiter. So Leute, ich bin jetzt fertig mit meinem Essen, das ich morgen, also zu Silvester, also heute für euch esse. Und zwar einmal diesen Nudelsalat, also im Primär machen wir auch Raclette immer bei meinem Bruder und dafür habe ich noch ein bisschen Gemüse, so Brokkoli und Gedöns. Ich mache mir gleich noch eine Kräutermargarine, also Kräuterbutter mit Margarine, statt mit Butter. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen mit einem Träumchen. Versucht die Rezepte nachzumachen. Und genau, lasst ein Däumchen da, wenn es mir ein Träumchen. Checkt meine Social Media Seiten aus, besonders Instagram. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und nichts mehr verpassen wollt. Und guckt am Freitag bzw. am Sonntag ins neue Video rein. Haut rein. Ciao. Peace. Am Ende des Videos und damit auch am Ende dieses Jahres angekommen, will ich mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die mich unterstützt haben dieses Jahr und mir geholfen haben dabei, einige Sachen umzusetzen, wie zum Beispiel hier mein Zimmer zu renovieren oder mein anderes Zimmer zu renovieren. Da will ich mich ganz herzlich bei meinem Bruder, bei meinem Vater und bei meinem Bruder, kleiner Freundin und meinem Vater herzlich bedanken, dass die mich dabei unterstützt haben. Außerdem will ich auch mich bedanken bei allen Leuten, mit denen ich sonst zu tun habe, meinen Kollegen, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen, meiner Familie, allen, mit denen ich was zu tun habe. Vor allem meiner Familie, die ja auch eine schwere Zeit mit mir durchgemacht hat, weil ich seit Sommer vegetarisch bin und jetzt seit Ende Herbst vegan lebe und die dadurch einige Umstellungen mit mir mitmachen mussten. Hab euch alle lieb. Kuss geht raus, Peace und kommt alle gut und gesund ins neue Jahr. Ciao.